So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lufia. Jetzt sind wir im 9. Part und naja, bevor ich hier groß anfange zu erzählen, was denn im letzten Part nun so alles vorgefallen ist, versuche ich jetzt immer noch kurz durch ein bisschen rumcheaten, das Kamuyo wieder zu bekommen. Das wollte ich eigentlich schon letzte Folge auch noch mit in dieser Aufnahme fertig bekommen. Aber das hat nicht so gut funktioniert, wie ich es erwartet hätte. Normalerweise habe ich schon bei einigen Spielleuten von Lufia immer sofort im ersten bekommen, ohne irgendwelchen Aufwand. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es hier noch mit klappt, aber das hat es halt nicht. Normalerweise. Halt nicht so gut gelaufen, naja. Ein paar Versuche gebe ich dem Ding hier noch und danach, naja, müssen wir halt immer das Survey auskommen. Wir könnte später immer noch bekommen, beziehungsweise uns auch einfach rein cheaten, wenn es sein muss. Ich hätte mir halt jetzt noch ein zusätzliches Ausrüstungsequip gewünscht, weil es lief ja jetzt im Kampf gegen Kamu echt nicht so sonderlich gut. Na, ein paar Versuche noch. Na, aber ich glaube, das wird nicht mehr. Ich habe auch eigentlich auch im letzten Part angekündigt, dass ich dann noch die Items looten werde, die zu sehen waren. Aber das habe ich jetzt mal noch nicht gemacht, weil mir ist eingefallen, dass nach dem Kampf noch Dialog stattfindet, eine ganze Menge. Deswegen habe ich mir das einfach mal gespart. Und das schneide ich dann noch in die Folge hier rein. Also es wird jetzt nicht sofort zu sehen sein, also das kommt noch. Deswegen, naja, die letzte Folge war ja echt Absturz. Aber wie gesagt, dazu dann gleich noch ein paar Worte. So, ich glaube, ich lasse das jetzt auch. Das hat mittlerweile echt keinen Sinn mehr. Ah, komm, was soll's. Cheat ich mir später rein oder so. Versuch so zu finden. Mal gucken. Also, jetzt haben wir den Boss ja geschlagen. Habt ihr bestimmt viel von gehabt, wie ich ihn besiegt habe. Habe ich mir übrigens nicht ercheatet oder so. So. Jetzt hätte ich hier, glaube ich, die EP gar nicht bekommen, ne? Oh, fuck. Naja. Ihr seid stärker, als ich erwartet hatte. Aber überschätzt euch nicht. Die Zeit wird kommen. Was faselst du da? Die Höhlenfürsten werden herrschen. Bald. Was meinst du damit? Das braucht ihr nicht zu wissen. Ihr werdet sowieso nicht weit kommen. Oh, ein Erdbeben. Interessant. Oh nein, die Tür ist zu. Die Tür ist verschlossen. Schisch. Ihr könnt mir nicht entkommen. Will ihr uns mit dem Turm begraben? Versuchen wir die Tür zu öffnen. Gut, geht zu Liana. Okay. Alles klar, Diggi. Da ist wieder ein Ghetto Slain drin. Liana, ich wusste, du würdest kommen. Keine Angst, wir bringen dich hier raus. Ach, machen wir das? Die Tür ist durch einen Zauber verschlossen worden. Mehr Erdbeben? Mhm. Das sieht nicht gut aus, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Tür ist offen. Schnell, beeilt euch, ich kenne dich aus der Höhle. Wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Ich brauche uns alle nach Tanbel. Okay, cool. Finde ich nice von dir. Das haben wir wieder geschafft. Kein Ding. Maxim, hey, wer war diese Frau? Sie sagt mir einmal, dass es meine Bestimmung sei, zu reisen und zu kämpfen. Komische Frau. Aber sie hat uns gerettet. Ich sollte ihr danken. Nur wo ist sie? Hat sich wohl beim Wappen verletzt oder so? Vielleicht ein Pfeil ins Knie bekommen. Jetzt ist sie weg. Wer, wie, was ist sie? Das hätte ich jetzt vielleicht nicht so stumm vorlesen sollen. Naja, lasst uns jetzt heimkehren. Liana hat ein paar Schramm abbekommen. Du hast recht. Liana. Endlich eingeschlafen. Wie geht es, Liana? Naja, eine Weile ist nach außer Gefecht, aber es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Maxim, wer war die Frau im Turm und du hast sie gekannt? Diese Frau sagt mir, dass meine Bestimmung sei, zu kämpfen. Hatten wir es nicht gerade schon? Sie scheint eine ganz besondere Frau zu sein. Sie hilft uns. Sie weiß, wie man den Zauberkram an der Tür los wird. Aber nur das. Respekt. Wer sich bis zur Spitze dieses Teufelsturms durchschlägt, muss ein wahrer Krieger sein. Volltreffer. Na Maxim, was machst du jetzt? Ich bekam Wind von etwas, das mir überhaupt nicht passt. Du meinst die Wesen aus der Hölle, die die Welt beherrschen wollen? Ganz genau. Wenn es sie wirklich gibt, werden sich unsere Wege kreuzen.
Und danach? Wenn diese Welt ihr Ziel ist, dann muss ich sie wohl zerstören, oder? Also, nicht die Welt, sondern die Herrscher. Wir reden hier über Teufelswesen, nicht über irgendwelche Tagesdiebe. Genau das tun wir. Auge um Auge werde ich gewinnen. Und du, Gui, wie steht's mit dir? Aber hallo, ich werde mich niemals unterwerfen. Nie im Leben. Ich bin bereit, Maxim. Na, das hören meine Ohren gern. Wir müssen uns aber etwas beeilen. Jetzt schon? Na, ich könnte. Also gut. Sag ehrlich, Gui, willst du dabei sein? Jesse. Sie ist so wunderschön. Wer ist sie, Gui? Jesse, sie ist, ach, meine, weißt du. Hast du Sprachstörungen? Hi, ich bin Jesse, Guis Freundin. Hey, toll, freut mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Guis Freundin, was? Was meinst du damit? Warum soll ich keine Freundin haben? Hey, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Jesse, wie hast du das gemeint, als du sagtest, ob ich gehen wolle? Du möchtest doch gehen, oder? Es stand hier ins Gesicht geschrieben. Nun, ich, aber... Du musst nicht wegen Liana hier bleiben. Ich werde mich um sie kümmern. Nice. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn du bei ihr... Naja, sie bleibt doch bei ihr, oder? Verstehe ich das jetzt nicht. Okay, wenn du bei ihr wärst. Aber du und ich... Ich werde dich schrecklich vermissen. Cool. Doch, du musst tun, was du für richtig hältst. Wenn alles vorbei ist, dann wirst du zu mir zurückkehren, nicht wahr? Du weißt, dass ich wieder zu dir komme. Ich vertraue dir. Oh, Jesse. Oh. Sie sind sich sehr nah und füreinander da. Das ist wahre Liebe. Ja, die beiden sind wie füreinander geschaffen. Maxim, an was denkst du gerade? Nichts. Gar nichts. Nun, ich bin nicht die Frau, die ihr Leben lang wartet. Schön. Maxim, ich bin bereit. Lass uns die Kreaturen in die Hölle zurückschicken. So sei es. Doch dies Unterfangen wird sicher kein Kinderspiel. Das mag sein, aber wir tragen noch keine Windeln mehr. Schon gut, Gui. Wir sollten jetzt nicht mehr länger quatschen und auf den Weg machen. Alles klar. Dann nichts wie los. Gut, Gui. Einer für alle, alle für einen. So soll es sein. Gui schließt sich an. Jo, das war zum Glück überhaupt nicht überdramatisch, überkitschig. Kitschig. Aber wie dem auch sei. Müssen wir auf jeden Fall erstmal in die Kirche. Die war hier unten, ne? Genau. Hier rein. Was kann ich heute für dich tun? Ja, mal wieder meine Erde schwächer bin. Fuck. zu mir will nehmen. 130 Goldmünzen, das ist ja fast gar nichts. Nice. So, auf jeden Fall dann noch eine. Ich möchte bitte schlafen. What the fuck? Ja, bitte. So, damit unsere Party auch wieder voll geheilt. Und jetzt ist hier immer noch Stufe 13. Na toll. Das ist ja großartig. Aber wie dem auch sei. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde weiter. Genau, erst. Ja, toll. Sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ziemlich schneller Fortschritt, den wir hier erreichen, so nach und nach. Naja, gut, mit den neuen Monstern, die wir dann besiegen, dürfte es aber dann noch einfacher werden, hier zu leveln wieder. Also, das sollte uns jetzt nicht zu weit zurückwerfen. So, zum Osttorn-Tempel, den kennen wir ja schon. Mal gucken, ob Funk immer aus wie ausrichtet. Wahrscheinlich nicht. Einfach drauf mit allen. So, ich weiß nicht, ob ich gleich einen Cut einlege. Wahrscheinlich schon. Dann gehe ich nochmal kurz auf die Items holen. Weil die habe ich ja wirklich nötig. Hoffentlich bewegen wir auf dem Weg nach oben dann nicht zu viele Monster oder wenigstens ein paar Präventivschläge. Damit ich in der nicht wieder ewig sitzen muss.
Ja, also hier könnte man jetzt eigentlich gleich mal den Schnitt machen. So von der Sache her. Hier und hier natürlich. Genau, dann begebe ich mich noch schnell nochmal in den Raum vorher, stelle mich dahin und dann. Naja, dann gucken wir mal. Gut ist, dass ich die Aufnahme dann währenddessen nicht kommunizieren brauche. Also. Macht natürlich auch beim Schneiden dann wieder alles ein bisschen leichter. So, und nachdem ich dann die Truhen umgeholt habe, dann erkläre ich noch, was in der letzten Folge los war. Sag ich es noch kann, weil die wird ja nicht ewig oben bleiben. Genau. Da hat hier schon erstmal Level. Sehr gut. So, den stehen wir kurz hier ab. Genau, das ist ein guter Punkt. So, hier mache ich jetzt einen kleinen Cut. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Ich habe mir die Sachen jetzt besorgt und das war eigentlich doch ganz gutes Equip, was da rauskam. Ich zeige es mal kurz. Ja, Tier ist schon wieder tot. Die überlebt gar nichts mehr jetzt. Haben wir so einen diesen meisten Feuer durchbekommen. Wir hatten vorher das Lichtmesser. Ihr seht ja, wie gut das pusht. Danach gab es für Tier die... Moment. Lass mich jetzt gehen. Was soll denn das? Was ist denn das? Ich will es ausrüsten, Mann. Jetzt, ich bin klar, was da schon wieder los ist. Also für Tier gab es die Perlenkette. Vorher hat sie das Tablett gehabt. Und für Gui gab es die Kamu-Rüstung. Der hatte vorher irgendwas für von. Auf jeden Fall ziemlich guter Stuff. Jetzt werde ich mal versuchen, noch hier heil bis zum nächsten Dorf zu kommen. Und ich habe es geschafft, okay. Der Südturm hat gebebt. Was ist passiert? I don't know. Auf jeden Fall erstmal wieder schön die Kirche rennen, wie gehabt. Wenn einer einfach nichts aushält. Ich weiß nicht, ob ich wirklich allmählich mal mir Rüstung kaufen sollte. Aber ich werde natürlich noch so lang, wie es irgendwie geht, noch versuchen auszuzögern. Ich kann ja mal gucken, was es gerade im Shop so gibt, was uns denn weiterhelfen könnte. Sehr verlockend, aber Tier ist Mage und naja gut, 10 Angriffe mehr machen sie auch nicht aus. Ja, alles im allem macht das jetzt noch nicht. So, aber davon kommt man auf jeden Fall weg. Ich habe gesagt, das Dingenshändler, also die Waren, die Ausnahmen sind davon. So, weil die Sachen, die zu finden, das wäre absolut sicherlich, das so zu versuchen. So, aber wie ging es denn jetzt hier eigentlich weiter? War das nicht hier? Oh, ist ja auch nur der Zauber. Hallo, das sind echte Kunstwerke aus Glas. Hast du die alle hergestellt? Nein, mein Mann ist der Künstler. Wirklich, ist er zu Hause? Nein, er ist unterwegs. Er sucht schöne Dinge, um sie in Glas einzugießen. Aber er müsste schon lange zurück sein. Er war noch nie so lange weg. Entschuldigt, ich rede zu viel. Habt ihr was gefunden, das euch gefällt? Na eben, ne, haben die ja nicht so eine Zornfähigkeit? Nein? Okay. Dann tschüss. Aber auf jeden Fall, die Zauber müssen wir mitnehmen, sonst... Naja. Funke, Schock. Why not? Tropfen, Sturm, Panzer. Oh, Panzer ist ganz wichtig. Aber wird noch ganz wichtig. Was macht er Lösung? Ja, okay, das ist auch ganz wichtig im nächsten Kampf. Ach, guck mal, wir haben auch Flucht des Zauber. Ja, gut, hätte ich mit Gordon noch sparen können. Naja, egal. Ich habe gesagt, dass es zählt. Wir wollten ja nur auf den Kauf von Rüstung und Waffen verzichten. Und so gucken wir mal.
packen. Jetzt ist er immer noch vergiftet. Als ob. Serum hat's aber auch bitte. Ne? Ja, also. Na gut, gucken wir mal, wie sehr wir denn in diesem neuen Gegner ankommen. Ja, okay, die Kugel schon mit mir hat durch. Oh, nice. Das ist doch akzeptabler Schaden. Ja, okay, das reicht. Oh Gott, ich muss niesen. Das hat man garantiert gehört. Egal. Rubinhöhle. Hm. Was ist das? Also mit dem Feuerschwert hier eigentlich alle ganz gut besiegen. Das Lustige ist, das sind alles Käfer, die Feuerschaden eine Schwäche haben. Und das hier ist eine fucking Lava-Höhle. Was machen die hier? Ist euch das nicht ein bisschen zu warm? So, hier, das finde ich auch noch kurz weg. Das macht mich nervös. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Und tschüss. Gib ihnen Harttier. Wow. Beeindruckend. Nicht. Ja, los, prühe alles kurz rein. Ja, komm. Gib. Wie ihr einfach das ein Viertel ihres Lebens verliert. Das kann doch nicht sein. So, auf jeden Fall drücken wir noch einen Funken. Und hier. Das sollte eigentlich reichen, Kampf zu gewinnen. Eigentlich. Na. Ja, greif an. Ja, gut, ich verträgt das ja. Und erledigt. Bringt sogar echt gut Cash, ne? Finde ich akzeptabel. So. War irgendwo ein Schalter, glaube ich. Ah. Aber den wollte ich gar nicht. Ich wollte hier durch. So, ach ja, jetzt wollte ich ja noch über die Aufnahme reden von gestern. Also, zuerst mal, ich werde die nicht ewig oben lassen. Das heißt, ich werde die, wenn es geht, heute oder dann morgen noch bearbeiten. Die alte rausschmeißen und eine neue, bessere Bearbeitung hochladen. Weil das will ich echt nicht auf meinen Kanal lassen. Das können wir so nicht angehen. Und weil ich ja auch gestern nur so ansatzweise die Punkte klären konnte, wo uns zugehangen hat, dass alles so scheiße war. Zuerst habe ich halt ganz normal aufgenommen, aber zu dem Zeitpunkt war halt ein Kumpel im Haus, ne? Der hat gesagt, hier, komm, nimm auf, ich komme später wieder rein. Und dann ging das los, dass von meiner Tür rumgerannt wurde, richtig laut rumgepoltert wurde, ne? Der hat Dusse, ich aufnehme. Und danach kommt er rein, macht ganz lang die Tür auf, ich versuche jetzt zu kommentieren. Und er versucht einfach sich hinzusetzen, ne? Konnte ich das erste Mal wieder abbrechen. Das war dann schon zu dem Zeitpunkt schon das zweite Mal. Weil mir das so auf den Sack ging. Danach habe ich ihn herangeholt und so, pipapo. Und danach ging es halt weiter, dass die Aufnahme sich dann so ewig in die Länge gezogen hat. Über anderthalb Stunden, weil wir den Boss so lange nicht schlagen konnten. Ja, und dann ging es auch noch weiter, dass halt immer halt des Bosskampfes noch ein paar Aufnahmenschnitte dann waren. Und dann habe ich hinten raus auch noch versucht, das Kalmio-Will noch so quasi zu erfarmen. Hat natürlich nicht geklappt, jetzt nee, jetzt ohne weiter. Und dann noch zu dem Nachtrag. Ja, ich wollte wieder aufnehmen, ne, wie schon erwähnt. Und ja, ich nehme so gefühlt 3 Sekunden auf und es klingelt wieder. Und ich dachte, ich werde nicht mehr. Stehen gleich 3 von denen vor meiner Haustür. Die dann natürlich auch alle Hallo gesagt haben. Das war trotzdem einfach ein Traum. Und deswegen sieht es doch alles so scheiße aus, weil alles mit dem Schnitt nicht stimmt und das Synchronisieren ist dann während des Renderns auch nochmal irgendwie schief gegangen und es war alles nicht so optimal. Deswegen, ich versuche dann nochmal, also dass es so off-sync ist, das wollte ich eigentlich nicht bewirken. Ich dachte eigentlich, dass jetzt alles stimmt, dass man das jetzt so quasi hochladen kann.
Aber war dann halt doch nicht so. Naja, deswegen muss ich dann nochmal... Fingerschnell. Deswegen nehme ich dir nochmal heute Morgen, übermorgen runter und lade eine neue Version hoch. So. Das Kapselmonster-Kettenhund schließt sich an. Ich bin ja echt gestört durch diese Arbeit von gestern. Nun ja, ist halt nicht zu ändern, wenn ich das dann neu geuploadet habe und die Leute dann sich irgendwann mal diese Folge hier ansehen, weil sie fragen, hä, was ist da los gewesen? Mal gucken, wie viel davon dann noch in der alten Folge bleibt. Auf jeden Fall geben wir dem Kettenhund erstmal einen Namen. Wallo. Ja. Den Namen ist nämlich ja falsch eintippe. Habe ich für mich dann auch so geschrieben? Groß und klein? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da. Jetzt. Cool, wir haben einen Kettenhund. Nice. Kapsel. Das ist jetzt eine ganz gute Stelle, um den Part zu beenden. Würde ich mal behaupten, dass wir uns dann im 10. Part wiedersehen. Und hoffentlich verkacke ich das mit dem Schnitt jetzt nicht wieder so hart wie gestern. Aber das wäre ein Wunder. Das würde ich gar nicht erst hochladen, wenn das passieren würde. So, nochmal kurz speichern. Und danach kann ich beruhigt beenden. So. Auf dass es wieder eine normale Folge wird. Bis zum nächsten Mal.